geht's los. Servus aus den Bergen. Hallo. Die Mama ist heute wieder dabei. Freust du dich? Ich freue mich. Gut, jetzt machen wir. Ja, wir sind heute wieder in Kaltenbach. Ne? Gucken wir, was wir heute so alles erleben. Was für coole Stunts die Mama so macht. Hat schon wieder ein paar Tricks überlegt, gell? Ja, ja. Na, schauen wir mal, legen wir los. Also heute haben wir, kurze Erklärung, wir wollten heute einfach in Kaltenbach losfahren. Nach Hochfügen. In Hochfügen dann bleiben, weil heute Abend die Hochfügennacht ist. Zeigen wir euch auch mal. Eine coole Show mit Lichtern und allem drum und dran, Feuerwerk und Quadcopterflug, irgendwas und alles Mögliche, was da gibt. Und ja, deswegen machen wir jetzt, sind wir jetzt ungefähr 11 Stunden am Berg. Und dann fahren wir erst wieder runter. Super. Toll. Legen wir los. Legen wir los. Hallo. Hallo. Mit tun. Fahr du vor, einer muss sich aufheben. Was? Eine Schnecke. Das jetzt einmal. Was? Wie war denn das? Nee, warte. Sehr gut. Nee, du, da kommt die auch gar nicht mal nach. Ah ja. Nee, so schnell wie nicht schon kommen. Ja, warum? Nur, dass ich irgendein Snowboarder umfährt. Dass ich es hinter mir habe. Ja. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt fahren wir, zum Wimber Express. Ja. Und dann fahren wir so alle Berge hoch. Ja, das machen wir jetzt. Ja, genau. Das ist hier die Gondel, die geht da schön hoch und oben. Kann man dann ein bisschen freeriden durch die Off-Piste runter. Okay. So machen wir das. Dann los. Let's go. Let's go. Warte mal ein bisschen. Ja, das wollte viele Wickern werden. Sehr gut. Guck mal. Ja, bitte. Schön hier. Wunderschön. Wie ist die Aussicht? Auch schön. Ja. Da unten ist die Kristallhütte. Und da hinten ist Zell am Teller. Schicke die dort hoch.
über der Kristallhütte, klar. Da hinten ist Meierhofen, Ahorn, die Abfahrt runter. Da ist von Penken hinten, sieht man noch was. Ganz da hinten noch ein Olberer. Leuten mit dieser Gletscher hinten. Cool, hä? Und hier kann man natürlich auch drin sitzen. So, es geht wieder weiter. Ich habe hier was hinterlassen. Die Mutter will unbedingt zur nächsten Hütte. Also fahren wir jetzt zur Wedelhütte. Machen wir uns auf den Weg. So, machen wir mal. Jetzt sind wir bei oben. Genau, bei 2470 Meter. Jetzt geht's runter. Ja, wo du hinzeigst, sieht man es hier nicht so. Da Albergo, dann geht's hier runter. Genau, in Zahl. Und dann fahren wir Richtung Hochfügen wieder. Und dann auf die Wedelhütte. Und dann nachher geht's da runter. Und da unten ist nachher dann diese Show. Also heute Abend dann. Freue ich dich auf die Show? Oh, super. Das freue ich mich auch. Schon Jahre. Ich wollte das schon Jahre mal sehen. Und immer waren wir zu spät. Ja, jetzt geht's. Und ihr sitzt heute auch noch. Hoffentlich hält der Akku so lang. Und das Wetter, klar. Links, ne? Da ist die die Wedelhütte. Tja, geht's wieder rein in die gute Stube. Ah ne, Hütte. Hallo. Hallo. Und da an der Bar, da ist noch ein Platz für uns. Ist der noch frei bei dir? Oder? Ist der frei? Ja. Ja. Guck da. Und was gibt es hier, Mama? Den besten Espresso. Den besten Espresso gibt's hier. So, jetzt gibt es noch einen Kaiserschmarrn. Ja! Das war's jetzt von der Wedelhütte. Hat's dir gefallen? Ja, sehr schön. Sehr schön. Und was gibt's hier? Espresso. Der beste Espresso vom Berg. Gut. Ich trinke ja keinen Kaffee, ich habe jetzt angefangen. Und haben wir gedacht, ja, das ist der beste Espresso. Finde sogar ich. Da, legen wir los. Schwarze Piste geht's jetzt runter, ne? Jo. Weil, warum? Weil die schwarze Piste leichter ist wie die rote Piste. Ja, dann machen wir das jetzt. Let's go.
Waldischwarze ist nämlich breiter und unten hat man einen schönen Auslauf. Jetzt ist es schon unten, jetzt geht es schon. Geradeaus weiter. Hier bei der Roten ist kontinuierlich, war nicht so steil. Geradeaus war irgendwie enger auch und ja, für Anfänger finde ich sogar die Schwarze besser zu fahren. Also nicht Anfänger, sondern für welche, die eh schon fahren. So, fahren wir nochmal. So, jetzt guck doch mal her. Komm mal her. Jetzt guck doch mal nach oben. Was wäre jetzt besser? Also die ist schön gewesen. Die ist schön, ja. Die jetzt guck mal die linke. Die rote ist enger. Ist schön glatt, die schwarze ist schön glatt und die rote ist hügeliger. Ja, ja, aber auch nicht so breit. Ne? Und, ja. Und steiler. Ja. Ja, stimmt. Das ist echt schwer. Ja. So ist es. So, das andere schwerste Kind unten. So, das ist dann gut. Rot. So, bin ich jetzt. Ja. Schwarze Piste gefahren. Juhu! Juhu! Gut. Aber ich bin schon öfter Schwarze Piste gefahren. Die ist schon das war nicht die erste. Das war schon die erste, aber öfter schon. Das war die erste, aber öfter schon. Also die hat sie als erstes gefahren, aber erst schon öfters. Müssen wir uns ja verabschieden nochmal. So verabschiede? Ja, da fährst du jetzt mit der Gondel runter. Wie fährst du denn das? Ne, ich fahre jetzt hier, die ist nicht so gut für dich, denke ich mal. Ah gut, dann fahre ich hier runter. Nein, und dann treffen wir uns unten wieder. Genau. Deswegen, das geht ja ganz gut. Fahrst du runter, ich fahre hier runter, ja. Mache ich mal endlich mal eine richtige Abfahrt. Und da warte ich unten. So, die Mutter sitzt jetzt da an der Gondel. Und wir fahren jetzt hier schön runter. Habe ich gar nicht erzählt noch. Ich habe heute ja die Ski in Holzlook wieder mit, die ich letzte Mal gemacht habe. Wer nicht gesehen habt, wie ich das gemacht habe, blende ich das jetzt hier oben ein. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen, wie ich mir die Ski selbst zusammen poliert habe und so. Also, let's go, jetzt fahren wir. Und hier warten wir erst, bis sie kommt. Und da ist sie wieder. Wie war die Fahrt? Schön ruhig. Ruhig. Ganz allein. Ja klar, fehlt ja sonst keiner runter. Jetzt fahren wir Achteralm, Achterchat zu Achteralm hoch. Let's go. Der Unterschied, wenn meine Mutter in der Gondel steht und wenn ich in der Gondel stehe. Ja, ja. Die Hobbys. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Was ist mein Bub? Wann hast du denn mit dem Skifahren angefangen? Mit 58 Jahren. Hm. Vor 14 Jahren. Vor 14 Jahren? Ich heiße, du bist schon über 70. 72, wahrscheinlich ab Samstag. Wahrscheinlich, hoffen wir alle. Ja, hoffen wir alle. Sag ich auch mal so, wenn du so ein Mädel fragst, wie alt bist du? Ich werde 14. Dann sage ich, das weißt du doch noch gar nicht. Auf jeden Fall. Hoffen wir. Ja. Und wie ist das? Willst du jemandem empfehlen, der noch nicht Ski fährt, dass er mal Ski fahren soll? Ja, in der Inselbar sind zwei junge Männer,
Die sollen es unbedingt machen. Ah, die sollen es unbedingt machen. Unbedingt. Genau. Und später ärgern sie sich, wenn sie es nicht gemacht haben. Okay, und alle anderen auch, genau. Und alle anderen auch. Und wie gesagt, meine Mutter hat mit 58 angefangen mit dem Skifahren. Ja, mit 50 soll man spätestens anfangen. Mit 58 wird schon ein bisschen schwierig. Aber sie kann es ja noch. Ja, ich mache es auch noch. Ja, solange ich kann, mache ich noch. Solange die Knochen und alles noch gut sind, mache ich es noch. Das ist super. Und wir fahren jetzt hier weiter hoch. Achteralm. Und oben geht es noch ein bisschen zum Skifahren. Und hier haben wir dann dort unten, dort so, wo dieses Ding ist, gibt es noch Nachtskifahren. Dann sehen wir noch ein Nachtskifahren. Und Nacht. Dann gucken wir Nacht-Skifahren. Nacht. Nicht nackt. Nacht. Nachtskifahren, genau. Und dann kommt noch die Hochfügennacht, die Show. Und die schauen wir uns auch an. Seid gespannt. Ich habe gerade eine Autogrammkarte einfach mal für den Finder geschrieben. Dann lassen wir das hier. Und dann kann der. Oder genauso wie ihr, euch auch mal mein Lied anhören, was so toll ist, dass es schon wieder scheiße ist, ne, andersrum, ne? So scheiße, dass schon wieder toll ist. Viel Spaß damit, ich blende es euch mal da oben ein. Ja, dann fahren wir mal zum Weitoffenlift. Jetzt ist es warm, Sonne. Sonneneinstrahlung nennen wir das. Hier links dann? Ja, direkt links. So, dann geht's jetzt mit dem Weitoffenlift hoch nochmal. Weitoffen. Das ist weit offen. Offen, ja. Weit. Ja. Weit offen für uns. Ja. Scheiße. Ja. Und hochgefahren. Also gehen wir jetzt auf die Achteralm. Und dort noch ein bisschen chillen. In der Sonne. Vitamin D schaufeln. Ja. Okay, gut. Kann man nicht genug. Und dann machen wir hier das Open Face runter. Gell? Ja. Machen wir. Tja, so schöne chillig selbst oder zurück. So. Hier liegen sie richtig. Na dann los. Na dann los. Na dann los. Ja. Oh ja. Hier liegen sie richtig. Also ich lege mich da hin. Ah, oh, hier liege ich auch richtig. Sehr gut. Tschüss. So, jetzt geht's wieder weiter. Die letzte Abfahrt. Letzte Abfahrt. Heute. Und dann treffen wir meinen Vater unten. Und dann geht's heute Abend weiter. Jetzt erst gibt's das Abrisski noch und dann essen wir noch zu Abend oben im Berghotel und dann geht's nachher zum die Nightshow und dann wieder heim. Dann sind schnelle 12 Stunden gewesen. Ne? Für euch auf dem Video. So, geht's los. Erstmal los. Legen wir los. So. So, ich bin jetzt mal die schwarze Piste runtergefahren, ein bisschen Gas gegeben habe heute. Die Mutter muss gleich kommen. Und dann, da ist mein Vater und jetzt gehen wir rüber. Und Papa, wie war dein Tag so ohne Skifahren? Wer ist jetzt in der Knie-OP? Geht er ja immer fahren? Sehr schön auf dem Schellebarsch. Am Schell? Ah, hast du einen trinken? Ja. Cool, cool. Die Gegend betrachtet, sehr schön. Der Wirt hat sich wie immer gefreut. Super, gut. Ja. Ja, und jetzt geht's rüber
zur Gogola Bar und da wird Abrischi gemacht. Ja, da oben ist jetzt die Gogola Bar. Da gehen wir Abrischi machen. Aber erst wollte ich noch zeigen, guck mal hier, ist ja der Sport 2000 Rind, Sport Unterlehrer auch. Wollte ich euch sagen, wenn er da Kai Pirinha sagt, gibt er 10% auf den Skiverleih, wenn ihr Bock habt. Tja, gibt's auch alles drin. Falls man mal schon oben ist und sich noch was ausleihen will. Scheiße. Satt nur. Tja. Guck mal hier, Hotspot. Jeden Dienstag. Und los geht's. Los, Sand. Red Bull. Bist gleich wieder rund. So, bald geht's los. Hochflügen nach Permit Snow. Was da alles gibt. Helikopter, Kunstflüge, Formationsfahren, Lichtfeuershow, Skiakrobatik und Demofahrten. Demofahrten? Hallo, wir haben doch genug Demos gehabt die ganze Zeit. Machen die noch Demofahrten hier? Ja, habt ihr schön getrunken und gefeiert? Ja. Gefeiert. Dann gehen wir jetzt hier ins Berghotel noch zu Abendessen. Ich habe extra einen Tisch reserviert, dass wir heute nicht mehr runterfahren müssen. Okay, komm mal, gehen rein. Ja, servus! Ja, grüß dich! Guck hier, die Chefs sind auch noch da. Servus, hallo. Hallo. Wie läuft's? Hallo. Grüß euch. Schön habt ihr umgebaut, habe ich gesehen. Guck mal, hier geht's ganz cool. So, jetzt gibt's mal die Suppe. Du hast so schön durcheinander gemacht. Ja? Mhm. Mahlzeit. Probier mal. Was haben wir da für eine Suppe? Mhm. Ich nehme Ananas, Curry, noch irgendwas, oder? Lecker. Die Tapas hatten wir auch schon gehabt. Da waren Garnelen, eine Kartoffelkruste, Hummus und so ein Speckquetschchen. Ne? War auch gut, gell? War lecker. Da gibt's heute mal den Burger und das Kalbsschnitzel, ne? In der Schnitzel. So, und die Kaspressknödel. Mit Salat. Da müsste ich jemand beobachten, wenn der doch erst Tester ist. Das war viel. Aber gut war's, gut war's. So. Die Box hochmachen. Machen wir uns hier mal fertig und dann geht's zum Nachtskifahren, weil da geht's nämlich schon. Von dort oben, da können wir schön runterfahren. Extra neu gemacht. Das machen wir jetzt. Freust du dich, Mama? Freust du dich? Ich komme gar nicht in die Schuhe. Ah ja, klar, die waren kalt. Jetzt geht's noch. Wie sieht's aus? Gut. Jetzt haben wir mal die Ski an, also ich noch nicht, die Mutter schon. Und jetzt geht's noch hoch. Dann fahren wir mal eine Runde. Und dann geht gleich die Show los. Wir werden ein paar Abfahrten machen. Also das haben wir gerade erzählt. Es ist gratis das Nachtskifahren. Und dann kann man einfach durchgehen durch die Dinger. Und jetzt drei Durchgang. Yeah! So wie klein du bist! Ich habe den Schlepplift-Anker zwischen meinen Kniekehlen. Ich und der Hüfte. Bin ich schon excited? Jawohl. Ja. Alles klar. Tag hell ist es. Ja, finde ich auch. Deswegen erstmal die Brille runter machen. Sonst sehe ich nichts. Oh, ich fäll schon mal. Thank you.
So, dann lassen wir die mal unten und dann fahre ich noch mal eine Runde. So, ich fahre jetzt noch mal ein paar Runden. Und jetzt zwei gehen jetzt dann was machen? Ein Glühweinchen. Das Leben muss ja weitergehen. Das Leben muss ja weitergehen. Da drüben gibt es dann noch einen schönen Stand. Und da wird dann getrunken. Und gleich geht dann hier die Show noch los. Aber so lang fahre ich jetzt noch. Also ohne euch. Aufgelegt. Ja? Aufgelegt. Noch wenige Sekunden, dann geht's los. Dann geht's los. So. Das war's für heute. Ein wunderschöner Tag. 12 Stunden waren wir auf dem Berg. Jetzt sagen wir nochmal tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Ja. Sehr gut gefallen. Genau. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal ein Like da lassen. Was dürft ihr noch machen? Liken. Genau. Und abonnieren dürft ihr gerne. Abonnieren. Und vor allem Freunden und Familien weiterempfehlen. Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Ganz wichtig.